So, meine Wrestling-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu Schiff 2 auf der Nordschleife und den Golf 1. Und das heute in der Cockpit-Ansicht mit dem Logitech G27. Ja, ich hab's mir ja gekauft, das habt ihr ja mitbekommen. Und heute wollten ja viele von euch, dass ich Schiff 2 mal in der Cockpit-Ansicht fahre. Und ja, das ist heute das Debütrennen. Ich hab mich für den Golf 1 entschieden, weil ich hoffe. Erstmal hat er einen Kultfaktor, zweitens, ja, ich bin ja so ein, ja, Golfliebhaber und drittens, er ist für mich vielleicht einfacher zu bedienen. Ach, leck mich doch, Mann. Oh, das fängt wieder super an. Ich möchte hier nicht hier 10-mal an- und aussteigen und anfahren und, ach, ihr wisst schon, ich bin auf jeden Fall, ja, auf die ersten Meter, macht es schon ein bisschen mehr her, er rutscht nicht ganz so, scheiß drauf, der rutscht doch. Oh Mann, ich möchte gar nicht die Wiederholung angucken. Ich werde es natürlich wieder einblenden, aber eine Frage jetzt an euch, wenn ich jetzt die Kurve überstehe. Und zwar, wollt ihr die Hub-Anzeigen haben? Streckenverlauf, Zeit oder ja, wie schnell der überhaupt fährt? Ich habe jetzt alles erstmal ausgeschaltet, um das komplette Feeling zu haben. Und ihr merkt schon, der Golf ist nicht das optimale Auto hier, weil der Drehzahlbegrenzer. Ja, er begrenzt den Wagen. Er könnte wahrscheinlich schneller fahren, aber es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Und die anderen, ich komme einfach auch nicht ran. Ich weiß gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich jetzt eingestellt habe, etc. Aber oh, ist das eine Weitsicht. Schade, dass YouTube das nicht alles so ja, zeigt. Und 60 FPS möchte ich es einfach auch nicht aufnehmen, weil die Dateien einfach viel zu groß sind. Wenn ich eine andere Reichweite hätte, uiuiui, Bremse, Bremse und schön einlenken, harmonisch. Ah, ist das schön, harmonisch. Ist das nicht herrlich mit einem Lenkrad? Wirklich, ich habe mich immer dagegen gesträubt, mit einem Lenkrad zu fahren, aber wenn ich jetzt mehr Rennspiele auch noch zeige, dann ist es auf jeden Fall eine gute Investition, ne? Aber es ist teuer. Ja, es fühlt sich gut an, die Verarbeitung ist super, aber ja, manchmal nervt mich das, jetzt schon das Ding hinzustellen. Ich habe mir extra so eine Halterung gekauft, was alles integriert, also uiuiuiui, komm und da ziehe ich vorbei. Habt ihr das gesehen? Und hier zirkel ich schnell. Wow, das ist einfach nur, lässt sich auf jeden Fall richtig gut fahren, muss ich sagen, obwohl wenn ich schneller werte, denn merke ich trotzdem wieder dieses ja, Schmierseifensystem. Dass der sich so, ja, ich glaube, es kommt in dem Video gar nicht so rüber, dass der trotzdem so hin und her schlingert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so realistisch ist, aber für mich fühlt sich das Spiel auf jeden Fall gut an. Ja, es hat einen guten Kompromiss zwischen ja, Casual Gamer und Leuten, die ja, mehr auf Simulationen stehen. Die sind, denke ich mal, alle ganz gut bedient. Da sieht's bei oh, jetzt muss ich hier, Grid Autosport, das ist für mich dann noch ein bisschen mehr Casual Gamer. Aber jeder, oh, jeder hat einen anderen Geschmack. Und deswegen lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Und hier, oh, guckt euch mal an, jetzt fahre ich hier runter. Das ist eine bombastische Strecke. Ich habe noch ein anderes Spiel im Petto, das werdet ihr wahrscheinlich morgen denn sehen. Uiui, oh, da zieht er vorbei, ich musste echt auf die Eisen gehen. Ich wollte nicht mit der Brechstange hier lang, aber vielleicht schaffe ich es. Nee, schaffe ich nicht. Gas, Gas, Gas. Und jetzt kann ich auch schön gemütlich mit dem Gas spielen. Aber diese, ja, Zusammenspiel, Bremse, Gas, das habe ich hier noch nicht so, ja, verinnerlicht, muss ich sagen. Ja, also man muss sich die Strecke wahrscheinlich öfters noch zu Herzen nehmen, um genau zu wissen, mit welchem Auto. Ja, ich spiele ja so viele unterschiedliche Autorennspiele oder auch wie beim Shooter, ja. Man kann nicht bei jedem Shooter super sein, wenn man alles durcheinander spielt. Wenn ich jetzt nur noch Battlefield zocke oder ein anderes Spiel, dann sieht es auf jeden Fall anders aus, ja. Aber sei es drum, ich versuche halbwegs gute Rundenzeiten oder Scores oder irgendwelche anderen in meine Videos zu, ja, unterzubringen. Wenn es nicht so klappt, dann ja, dann ist es mal so, ne? Das ist dann, so ist das Leben, ne? Und der Drehzahlbegrenzer, oh Mann, der Golf tut mir leid. Der wird gleich ausgehen hier. Ui, schön über die Curbs.
Ach, herrlich, herrlich. Jetzt kommt er dann noch die lange Gerade. Da wird er ja sich richtig freuen, der Wagen. Oh, was war das? Heieiei. Aber herrlich. So, jetzt kommt die eine Kurve hier. Oh, ja. Bin ich ganz schön stark in die Bremse gegangen. Aber ich komme trotzdem ran. Ich hole auf. Aber ich denke mal, ich werde hier nicht großartig noch Punkte gut machen. Oh, hier, Karussell. Und, oh, und jetzt Gas, Gas, Gas. Guck mal, jetzt kann ich schön halten, das Lenkrad schön halten. Und das war beim, ja, Controller nicht so, wenn man dann zu doll gehalten hat und nicht genau die Geschwindigkeit, dass das passt mit dem Radius, dass der dann quasi in dieser, ja, Schräge drinnen bleibt, dann ist man halt nach innen gegangen, ja. Dann muss man wieder immer nachlenken und da! Ich war jetzt wirklich beim Träumen. Ich habe jetzt nur noch an das Karussell gedacht, da wäre ich auch schon wieder angegriffen. Ja, super gemacht, Maximus. Du hast es auf jeden Fall drauf. Aber, wie gesagt, das heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt liebend gerne mit einem hochgezüchteten Wagen hier lang fahre. Vielleicht mache ich ja sowas wie so ein kleines 24-Stunden-Rennen und mit einem gewissen Auto in der Cockpit-Ansicht. Ja, müsst ihr mal reinschreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Aber, ich muss aber auch immer gucken, wie die Spiele ankommen. Ja, wenn jetzt ein Video absolut nicht aufgerufen wird oder ein Spiel bei mir einfach nicht ankommt, dann muss ich wohl oder übel manche Sachen auch einstellen. Aber Shift 2 und die anderen Spiele, gerade Autorennspiele, läuft doch einigermaßen gut. Ja, große Sprünge jetzt wie bei, ja, Euro Truck Simulator, ja, das ist halt das Ding, was viele bei mir sehen wollen und was ich auch öfters jetzt, boah, bin ich da gesprungen, zeigen werde, ja, also. Oh, jetzt komme ich da raus, ey. Ja, jetzt bin ich irgendwie aus dem Fluss raus, also muss ich ehrlich sagen, ich muss erstmal gucken, dass ich wieder reinkomme. Ja, es wird auf jeden Fall morgen, übermorgen noch ein anderes Autorennspiel geben, was mehr in Simulation geht. Aber ich werde noch nichts verraten. Die einen oder anderen wissen es wahrscheinlich schon. Aber ich halte mich erstmal bedeckt. Seid erstmal gespannt, was ich da bringe. Und ihr müsst einfach immer wieder mal vorbeigucken. Und falls ihr mich so gefunden habt, ja, denn. Versucht mir einfach zu abonnieren, dann seht ihr mehr. Scheiß drauf, Mensch. Ach ja, ich weiß. Nee, ist eigentlich nicht meine Sache, hier nach Abos zu schreien. Aber läuft auch so. Meine Güte, ich komme wieder besser ins Spiel, muss ich sagen. Also läuft. Und jetzt kommt die lange Gerade. Oh, nee, der Drehzahlbegrenzer. Der dreht nicht mehr. Der bleibt auf der Stelle stehen, aber die Weitsicht ist doch herrlich. Also, da haben die wirklich ein gutes Werk gemacht. Ich hoffe, das ist ja der gleiche Hersteller, die jetzt Projekt Cars machen und World of Speed. Ja, dass sie die Nordschleife dann auch mit integrieren. Komischerweise, mein Projekt Cars geht irgendwie nicht, haut andauernd neue Updates und dann sagt er mir irgendwie WW bla bla bla, geht irgendwie nicht, der Member-Dings, weil ich halt nur dieser normale Member bin, also dieser kleine, weil ich glaube nur 10 Euro damals investiert habe. Eieiei. Aber da gibt es ja schon die ersten Sachen mit, ja, Digital Deluxe Edition etc. für 79 Euro oder die Standard war. Und dann, oh, bam, bam, hat er mich angebumst. Und dann, aber eigentlich soll das auch für 10 Euro rauskommen. Eieiei. Da wollte ich wirklich nochmal die letzten Meter und Ziel! Ja, Pech. Aber für das erste Mal in Shift 2, gut, eine 9-2er-Zeit, ist jetzt nicht so besonders gewesen, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt in den Kommentaren, welches Spiel ich als nächstes bringen soll in der Cockpit-Ansicht und welche Interface ich angeschaltet haben soll und nicht. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.